Servus zusammen, es ist Mittwochabend, wir haben den 29. Juni, also Juni ist auch bald rum und es ist 17.34 Uhr. DAX macht noch seine Schlusskurse, aber da warte ich jetzt nicht drauf. Ich finde den Index sehr unangenehm zu handeln, muss ich wirklich sagen. Lediglich im Daytrading hat man vielleicht 3-4 Mal während des Tages, sagen wir mal, sinnvolle Signale durch den Bruch von irgendwelchen Trends oder was auch immer. Das ist ganz gut, aber das würde mich dann dazu zwingen, auf eine 5-Minuten-Einheit zurückzugehen und den ganzen Tag vor der Mühle zu sitzen. Ich bin 57 Jahre alt, das lasse ich den jungen Leuten, da habe ich keinen Bock mehr zu. Also das ist nicht meins, aber ich gönne es jedem, der es macht und damit erfolgreich ist. Im Handel über den Tag hinaus gibt er mir hier keine sinnvollen Signale. Das ist alles ein Kann-Sein, Muss-Nicht. Was mir aufgefallen ist, wir haben ja hier immer noch vom 8.3. dieses Gap, wo ist mein Fadenkreuz? Das ist hier von 12.831 und vom Vortag her auch, vom 7.3. Das liegt jetzt genau hier auf dem Kanal. Liegt genau drauf. Das wäre natürlich eine schicke Sache, wenn wir das endlich mal offiziell schließen würden. Wir hatten es ja letzten Donnerstag, haben wir es ja, ich glaube es war um 18 Uhr geschlossen, auf Non-Xeta-Basis. Aber ich möchte gern, dass das offiziell geschlossen wird. Da hätte ich nichts dagegen. Er kommt gleich in die kürzeren Einheiten, deswegen machen wir einen Spruch dann gleich zu 13.360, 13.380. Wir sind immer noch stabilisierungsansatzmäßig unterwegs mit dem MACD und der Oszillator, der ist jetzt hier im Nirgendwo. Kein frisches, kein gutes Signal. Das hatten wir neulich hier, das war dieser Tag, der 24.06., wo es dann hochging. Ich war auch der Meinung, dass wir den Kanal nach oben ausfüllen. Ich gebe das auch noch nicht ganz auf, aber er hat es jetzt in diesem Anlauf nicht gemacht. Jetzt stehen wir hier bei der momentan 13.030. Er kämpft und das macht er relativ gut um die 13.000. Für mich ist die 13.000 nichts anderes als ein, tja, wie soll ich das sagen, Satzfüller bei den Zeitungen. 13.000 erobert oder unterboten, so Geschichten. Hat für mich keine echte charttechnische Relevanz. Also bei mir nicht. Gehen wir mal auf 4 Stunden. Hier ist die 4 Stunden. Ja, machen wir so. Die hat sich jetzt komplett abgebaut. Ja, aber ich will nur nochmal auf dieses Ding hier hinweisen, was wir am 8.6. hatten. Solange der nicht hier hochgeht, also hier drüber geht, nehme ich das zur Kenntnis, bereite mich vor auf einen eventuellen Anstieg, aber da gehe ich noch nicht long. Das kann ich nicht machen. Zumal wir also auch hier an der Nulllinie sind und über die traditionelle Sichtweise sogar ein leichtes Verkaufssignal geben. Jetzt gebe ich hier auf die nicht so viel. Aber hier ist nichts zu holen. Das ist lang, kurz, 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 kurz. Und heute auf Null. Es ist leicht negativ. Die Bänder sind auf 4-Stunden-Ebene, und das ist die letzte, auf die ich drauf schaue, relativ eng. Auch hier ist nach wie vor diese gedashte Linie bei 12.831 und der Trendkanal. Das wäre schon schick, wenn wir den mal ausfüllen würden wenigstens. Dann hätten wir diese Gefahr weg, sagen wir es mal so. Ich habe den Eindruck, dass hier jedes Treffen von irgendjemandem, der vermeintlich wichtig ist, völlig überinterpretiert wird. Und das macht den Markt so nervös und deswegen auch gefährlich. Aber nicht nur nach unten gefährlich, sondern auch nach oben. Also von der 4 Stunden her kann ich nur diese Linie hier finden. Das ist die hier, die 13.000. Ich wollte die nehmen. Die werden wir gleich in der Stunde noch mal besser sehen. 13.360. Ich habe keine Ahnung, woher die kommt. Ich zeige es euch mal in der Stunde. So, hier ist also diese 13.360. Da sind wir also gestern zweimal dran gegangen und dann verließen sie ihn. Nochmal, ich habe keine Ahnung, woher die kommt. Ich weiß es nicht. Wir sind auch hier über den Oszillator eigentlich nicht zu gebrauchen. Es ist nichts Besonderes. Der Trendfolger stabilisiert sich ein wenig, aber auch hier habe ich kein sinnvolles Signal. Ich habe äußere Linien, eben hier die 12.831 und die 13.600. Und dazwischen kann der hin und her oszillieren oder springen wie ein Floh im Kasten. Ich habe da echt nichts Besonderes. Ich kann jetzt hier rausgehen, den Film reinstellen und wir sind 100 Punkte höher oder wir sind 100 Punkte tiefer. Ich meine, das nicht erkennen zu können. Ich habe euch trotzdem mal, für diejenigen, die es besser erkennen können, 2 Scheine mitgebracht.
Der eine ist ein 12.352er. Da muss ich dann auch hier weiter runtergehen. Ach komm, ich gehe mal über den 4-Stunden-Chart. Da sieht man es besser. So, 12.352. Da sind wir hier. Der liegt noch unterhalb von diesem Low, was wir hier gemacht haben am 7.3. Da liegt er noch drunter. Und das ist trotzdem ein Hebel von 19. Das ist eine schicke Option. Aber wann fange ich denn die an? Ich glaube, in dem Moment, in dem wir über die 13.360 mit einer Stundenkerze drüber gehen, dann werde ich mir einen holen, der relativ knapp liegt. Wenn das Verlaufstief ist bis dahin, dann vielleicht so ein 12.900er. Wer das vorbereiten will oder vielleicht um in den Markt ein bisschen reinzuriechen, ja, so schnüffelstückmäßig, der kann das auch jetzt schon machen. 12.352, aber dann bitte nur klein. Den Put für den Fall, dass wir die 12.832 mit einer Stundenkerze unterbieten, habe ich hier oben drüber gelegt über die 20-Tage-Linie. Das ist jetzt hier der 4-Stunden-Chart. Bei 13.652. Ist auch ein 19er Hebel. Aber im Moment halte ich mich, was mich angeht, im Index ziemlich raus. Ich habe genug zu tun mit den Aktien, die springen nämlich genauso hohl rum. Wenn man sich mal einen Nordex-Chart anschaut oder zum Beispiel Commerzbank zwischen nur gestern und heute, das ist schon, da brauchst du starke Nerven, wie die hin und her springen. Und dann nehmen wir mal eine Volkswagen, die war gestern bei 143,5. Ja, jeder wollte sie haben. Auf einmal sind sie 10 Euro tiefer, Porsche ähnlich. Das ist nicht einfach hier. Und es gibt halt Momente im Leben eines Handhändlers, wenn man es nicht lesen kann oder nicht verstehen kann, dann raushalten. Und das ist das, was ich also jetzt hier momentan mache. Ich halte mich hier ziemlich raus. Wie gesagt, fürs Daytrading, ich fühle mich zu alt dafür. Ich will das nicht mehr. Das lasse ich den Jungen. Ich wünsche euch trotzdem Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.